Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Horn spielen, Horn lernen. Hier auf meinem YouTube-Kanal und auf Steemit. Ja, ich habe eine Mütze an, ihr seht das. Fragt euch vielleicht wieso, ist ein bisschen off-topic, aber es ist ein bisschen kalt hier. Eigentlich ist es draußen relativ warm, deswegen habe ich die Heizung nicht an. Ein bisschen Energie sparen. Und ja, am Kopf ist ein bisschen kalt, also habe ich die Mütze an. Und den warmen Pulli an. Ja, und da ist das Horn schon und spielen wir mal eine Tonleiter zum Einstieg. Nicht so schlecht. Ich habe heute mal wieder das kleine Mundstück drauf. Das ist ein bisschen besser vom Ansatz her. Und ja, kommt noch eine direkt hinterher. Ich habe mich einmal vergriffen. Ganz sauber kriege ich es immer noch nicht hin, aber die Qualität der Töne und der Ansatz an sich ist, denke ich, schon ein bisschen besser geworden. Ich vergreife mich auch immer noch mal, also ich bin noch nicht so ganz routiniert mit den Griffen, die kommen noch nicht automatisiert, sondern ich muss immer noch ziemlich viel nachdenken, wo ich hingreifen muss und so weiter. Und jetzt ist mein fünfter Tag, das wird schon noch. So, ein bisschen höher auch mal noch die Tonleiter. Ja, da bin ich echt zufrieden mit, weil im kleinen Mundstück ist es wirklich noch ein bisschen schwieriger, die Töne zu treffen. Sowohl die ganz tiefen als auch die ganz hohen. Und nach gestern, nachdem ich das große Mundstück benutzt habe, um da wenigstens in die Höhe zu kommen, mit dem Kleinen ging gar nichts. Und heute bin ich da schon wieder ein bisschen zuversichtlicher und habe da jetzt immerhin, wie ihr hört, auch obenrum schon einen ganz guten Ansatz. Natürlich geht das auch immer noch mal schief. Ich versuche jetzt noch mal, ob ich direkt zweimal hintereinander hinbekomme. Ja, so krotze ich da oft auch rum, ja. Ja, merkt er. Also, ganz komisch. Erstmal einmal kriege ich es total sauber hin und dann versuche ich es nochmal und kotze dann da rum. Merkwürdig. Und dann wieder geht's. Also, ja, es ist absolut random, ja, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich durch regelmäßige Üben einfach mehr dahin komme, dass ich einfach dieses Gefühl, wie es richtig ist und wie die Lippenspannung ist im Verhältnis zum Ton und so weiter, auch der Luftstrom, auch die Stütze, muss also ziemlich viel mit dem Bauch arbeiten, zumindest muss ich das. Es ist vom Gefühl immer noch mit sehr viel Anstrengung verbunden, da saubere Töne rauszuquälen, ja. So, und dann spielt auch oft eine Rolle, dass hier auch noch irgendwo ein bisschen Spucke drin ist. Also ich habe jetzt eben mal auch alle Röhrchen rausgemacht, um also das Kondenswasser, das ist ja keine Spucke letztlich, es ist aus der Atemluft das Kondenswasser, was sich dann in den Windungen des Horns sammelt. Und das muss man auch immer mal rauslassen. Ich mache jetzt auch gerade noch mal, guck mal, was rauskommt.
Ja, zwei, drei Tröpfchen waren drin. Ja, also hier aus diesem seitlichen Rohrstück habe ich jetzt noch ein bisschen was rausgelassen. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass der Ansatz dann oben unsauber ist, wenn im Horn da Wassertropfen zirkulieren. Okay, so zum Abschluss wollte ich auch einfach noch mal ein bisschen auf dem Klavier und am Cello improvisiere ich ja auch viel und warum nicht mit den Tönen, die ich auf dem Horn kann, jetzt einfach mal versuchen, so ein bisschen rumzuspielen, irgendwie random irgendwie eine Melodie zustande zu bringen. Das mache ich jetzt mal zum Abschluss dieses Vlogs heute. Ich kann irgendwelche Melodien so ansatzweise spielen. Das ist ja schon mal etwas. Ich bin auch schon wieder ein bisschen abgekämpft. Also das ist vom Atmen her immer lange Legato-Bögen auf einen Atemzug. Der strengt am Anfang einfach an. Ich hoffe, das ist normal und ich habe nicht irgendwas mit der Lunge. Weil eigentlich lasse ich sowas checken und die ist eigentlich in Ordnung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet. Wahrscheinlich morgen oder jedenfalls beim nächsten Horn-Vlog.